heute gibt es mal wieder ein Diary von zu Hause aus und ich sitze gerade schon an meinem Rechner und bin gerade wieder am Arbeiten. Ich habe vorhin auch schon ganz viele Sachen besorgt für ein Video, was ich jetzt am Sonntag für euch hochladen werde. Und ich habe schon für Weihnachten dekoriert und das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und was ich euch noch vorher fragen wollte, die Diaries sind ja immer nur zusätzlich, also die kommen ja nicht als Ersatz für ein normales Video, dass ich mir jetzt denke, oh, ich drehe jetzt ein Diary und es wird ein normales Video, sondern das lade ich einfach zusätzlich hoch, wenn ich sowieso keine Zeit habe für ein zweites Video und wenn ich zwei Videos eine Woche habe, dann kommt ein Diary trotzdem mal zusätzlich als drittes Video. Also es entfällt dafür kein normales und da wollte ich euch fragen, weil ich in den Kommentaren so gelesen habe, dass zu viele Diaries kommen, ob ich das vielleicht so auf zweimal im Monat beschränken soll, ob euch das lieber ist. Sagt es mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr dazu denkt und jetzt zeige ich euch meinen Weihnachtsbaum. So sieht der Weihnachtsbaum dieses Jahr aus. Ich habe mich inspirieren lassen von den Farben durch Amerika, also wie dort so dekoriert war, was ich gesehen hatte. Da war nämlich ganz viel mit Grün und es gefällt mir so gut. Und ja, ich habe dieses Jahr auch mal was Neues gekauft und zwar so Strohteilchen, Strohsterne und es sind auch noch solche Figürchen hier, so Engelchen. Genau, und diese Glitzerkugeln, die hatte ich noch, Rot-Gold mit Grün eben und die Zuckerstange, habe ich schon gesagt, die habe ich ja mal selber gemacht. Das werde ich euch dazu, das Video auch in die Infobox verlinken, ansonsten habe ich Schleifchen gemacht dieses Jahr, die habe ich auch dran gehangen, da in Weiß und in Rot. Genau, und das ist so meine Weihnachtsdeko dieses Jahr. Und hinten steht einfach noch der alte Strauß vom Herbst, den dekoriere ich auch mal passend, also wechsle die Sachen darin aus, die Pflanzen. Und hinten habe ich an dieses Teil auch noch Kugeln gehangen. Hier ein paar Kugeln und da ist auch eine Lichterkette dran. Also das kann ich am Abend einschalten. Da oben habe ich noch den türkisfarbenen Behälter in so einen goldenen reingestellt, damit es einfach ja, schön aussieht. Und hier unten so ein bisschen dekoriert. Die Kugel da unten habe ich mal von meiner Mama bekommen. Die hat hier auch ein Plätzchen. Und die Bilder hier kennt ihr ja aus meinen Do-It-Yourselfs und falls ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich euch das in die Infobox verlinken. Das hier ist übrigens noch unser Adventskranz und eine Kerze ist bereits angezündet. Das ist am Sonntag kommt die nächste. Das heißt, ihr wisst jetzt, wann ich das Video ungefähr gedreht habe. Also kurz vor dem zweiten Advent sozusagen. Ja, und ich bin schon seit einigen Monaten am Überlegen, ob ich mir wieder Gelnägel machen soll. Ich habe jetzt schon lange, ich hatte ja früher mal Gelnägel, habe die auch selber gemacht und habe das dann mal weggemacht und hatte jetzt lange Naturnägel. Aber irgendwie bin ich halt doch noch unzufrieden. Also ich glaube, ich bin einfach nie zufrieden. Seid ihr mit euch immer zufrieden, wenn ihr denkt, oh, voll perfekt und dann ein paar Wochen später, auch Haarfarbe technisch zum Beispiel, soll ich doch wieder was ändern? Und an meinen Nägeln nervt mich halt, dass der Nagellack halt einfach doch nicht so lange hält. Oder wenn sie einfach Natur sind, also wenn ich gar nichts machen möchte, auch keinen Klarlack drüber, habe ich solche Rillen. Also das ist einfach bei mir so, dass sie nicht absolut eben sind. Und mir gefällt halt dieser glossy Look von den künstlichen Nägeln so gut, dieses milchige. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt zur Nageldesignerin und lass mir das jetzt machen. Ich bin gespannt. Da gehe ich jetzt einfach hin. Ich hole mir noch vorher kurz was zu essen und schau mal, ob ich einen Termin direkt bekomme. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt gerade was Bequemes angezogen, wieder Jogginghose und so weiter. Und wie ihr seht, ich habe noch meine normalen Nägel. Ich war so naiv anzunehmen, dass man ohne Termin mit Wartezeit ins Nagelstudio gehen kann. War aber leider nicht so. Jetzt habe ich mir einen Termin machen lassen für in einer Woche. So lange muss ich jetzt warten, aber den werde ich wahrscheinlich wieder absagen, weil ich kenne mich, ich sage sowas dann immer wieder schnell ab, weil ich dann doch wieder Schiss bekomme, weil ich war ja schon mal früher in einem Nagelstudio und es war aber nicht gut, also ich war ja schon bei zwei oder drei Nagelstudios und da war ich aber nie zufrieden und dann habe ich mir das ja jahrelang selber gemacht, die Gelnägel, nur hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, halt drei Stunden hinzusitzen am Stück und das selber zu machen, weil wenn man das jemand anderes macht, geht es einfach viel schneller und einfacher. Und ich dachte mir halt auch mittlerweile, dass ich nicht mehr die neuesten Techniken, die neuesten Gele kenne und das einfach mal machen lassen wollte, weil ich eben so ein bisschen so Almond Nails, also so mandelförmig die haben wollte, ein bisschen milchig und eben schön dünn. Und da hatte ich mir gehofft, dass es jemand halt besser kann. Und das ist das Gleiche wie beim Friseur. Da bin ich manchmal so mutig und denke, jetzt gehe ich zum Friseur, lass mir das mal professionell machen und dann sage ich es mal wieder ab. Und das wird bei den Nägeln wahrscheinlich genauso sein. Vielleicht mache ich sie ja selber mal wieder.
das Gerät habe ich ja noch, das UV-Licht. Und habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es ja ganz cool für euch, wenn ich das wieder selber machen würde. Wobei ich ja schon so Videos gemacht habe, die sind nur schon ziemlich alt. Ob ich es überhaupt machen soll, weiß ich auch nicht. Ich hätte halt gern, dass sie wieder so glossy, glänzend sind und einfach immer schön aussehen. Und dass der Nagellack halt auch einfach 2-3 Wochen hält. Das wäre cool. Ja, und mit dem Friseur übrigens, das hatte ich euch, glaube ich, gar nicht erzählt. Also diese Theorie, dass ich es besser kann, bestätigt sich total oft. Also das hatte ich schon immer, also auch vor 5 und 10 Jahren habe ich immer solche Erfahrungen gemacht. Und mit dem Friseur war ich ja erst jetzt vor einem halben Jahr. Da hatte ich auch so einen Tag, wo ich mutig war und dachte, komm, jetzt gehst du mal zum Friseur und lässt das jetzt professionell mal wieder alles richtig korrigieren mit dem Stufenschnitt. Und dann bin ich auch zum Friseur gegangen. Die hat mich auch eigentlich toll beraten. Die hat auch gesagt, nein, ich schneide sie dir heute nicht, weil die sind noch zu kurz, damit es gut fällt. Ich soll in 2 Monaten wiederkommen, dann bin ich auch hingegangen. Das war dann eben so vor einem halben Jahr und habe sie mir schneiden lassen. Und grundsätzlich fand ich das nicht schlecht, was sie gemacht hat. Das war auch nicht zu kurz und so. Aber sie hat es mir auf einer Seite halt doch verschnitten. Ich musste dann nochmal selber Hand anlegen an einer Seite, weil sie einfach so eine krasse Stufe reingemacht hat. Ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen, aber links fiel es total schön, so die Stufen ineinander rein. Und auf der Seite hatte ich wie so eine Stufe und da nur ein paar dünne Haare und dann der Rest so hinten. Und dann musste ich halt diesen Block, weil der fiel halt auch einfach so, zack, musste ich dann nehmen und dann halt noch selber ein bisschen anstufen, damit er einfach so auch, ja, und ich habe es verbessern können selber, aber habe es dann bereut, dass ich überhaupt beim Friseur war. So, ist leider bei mir so, ich mache da irgendwie keine so guten Erfahrungen. Ja, und jetzt drehe ich mein Weihnachtsvideo endlich für euch. Ich habe ja heute Morgen alles besorgt und jetzt wird gebastelt. So, ich bin jetzt fertig mit meinem Dreh für heute. Es hat den ganzen Tag gedauert. Es ist jetzt fast 18 Uhr und ich habe heute Morgen angefangen, damit die Sachen alle zu besorgen. Und es hat auch draußen sehr viel Spaß gemacht. Es wurde ja ein Do-it-yourself-Weihnachtsgeschenk-Ideen, die man günstig selber einfach machen kann. Die man, wie gesagt, man muss nicht viel Geld ausgeben, sondern man bereitet einfach eine Freude damit, dass man es selber macht und sich Gedanken macht. Und da habe ich euch 5 Geschenkideen in ein Video gepackt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal in die Infobox, da findet ihr das Video verlinkt. Und ja, wie ihr seht, es sieht jetzt wieder richtig übel aus, wie fast in jedem Diary, weil ich einfach pro Woche mindestens 1 oder 2 Videos drehe und danach muss ich meistens super viel aufräumen. Und bei der Gelegenheit muss ich wahrscheinlich auch mal noch diese Kiste hier, ja, also aussortieren ist das falsche Wort, weil ich will die Sachen behalten, das ist meine Do-it-yourself-Kiste, aber ich muss die mal anders strukturieren, damit ich die Sachen einfach besser finde, die ich brauche da drin, dass ich nicht noch am Ende Sachen doppelt kaufe. Und ja, ich habe euch ja am Anfang vom Video schon gefragt, wie ich das mit den Diaries allgemein machen soll. Und ich hatte mir ehrlich gesagt kurze Zeit auch überlegt, sogar einen extra Kanal dafür zu machen. Allerdings hindern mich ein paar Sachen dran. Zum Beispiel, dass ich mir dann denke, ja toll, und wenn ich dann einfach mal einen Monat keine Zeit habe für Diaries oder einfach ja keine Lust habe oder keine Ahnung, ich in Urlaub bin längere Zeit oder so, dann kommt da nichts. Das wäre ja voll blöd. Und ich denke mir halt auch, vielleicht kriegt es nicht jeder mit und manche Leute schauen es aber trotzdem gern und ich möchte es ja schon mit euch allen teilen. Und deswegen dachte ich mir eben, so ein gutes Mittelmaß wären 2 Diaries pro Monat, also alle 2 Wochen. Einfach als Zusatz, wie gesagt. Und ja, schreibt mir bitte, bitte mal eure Meinung in die Kommentare, so rum. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, ein bisschen mir über die Schulter zu schauen. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!